Minecraft! Willkommen zurück! Hallo! Hallo! Ich sag euch, den Schnitt gerade eben habe ich echt gebraucht, aber ich hasse das, dass ich mich. Ah, ey. Scheiß Dreck, dass man sich immer so kontrollieren muss beim Reden. Wann fängt die nächste Aufnahme an? Wir sind live dabei! Oh nein! Ja, da ist der Chief schief gewickelt. Ja. Ja, was? Ja. Und ich krieg's nicht hin, drei Klötze richtig aneinander zu setzen. Das ist echt der Hammer. Was machst du denn? Ich krieg's heute einfach nicht gebaut. Ich baue hier 13 Mal, reiße ich die Wand ab und baue sie wieder auf. Nur weil ich den Bauplan nicht richtig lese. Das ist nicht zu fassen. Bist du am Todesstern am Bauen? Ja. Mach doch mal Folgendes bei dem Todesstern. Bau den doch mal, anstatt jetzt immer nur Schicht für Schicht übereinander zu bauen, bau doch schon mal die Seitenwände ein bisschen stärker. Weil dann sieht man auch ein bisschen was von unten. Hä? Natürlich, das mache ich doch gerade. Achso, ich dachte, du würdest jetzt nach wie vor kreisförmig weiter nach oben vorgehen. Ja, natürlich. So baut man den. Der ist dann hinterher komplett fertig. Nein, ich meine, bau doch mal schon mal so ein paar Felder einfach nur von der Seite direkt, dass die Kugelform deutlicher sichtbar wird, verstehst du? Weil ansonsten sieht man irgendwie nur so wenig Fortschritt von hier unten, das meine ich. Das wird demnächst relativ schnell sichtbar. Oh, okay. Das war jetzt nur diese relativ flache Grundfläche, aber jetzt geht's in Richtung Kreis. Ich bin ja schon auf der 9. Ebene von 100. Schon. Das kann sich nur noch um Jahre handeln. Plötzlich wurde ihm klar, wie lange die ganze Scheiße noch dauern wird. Ja, also wir haben ja ähnlich zu Gronkh hier das ganze Let's Play mindestens auf 1000 Folgen angesetzt. Also von daher... Ja, das Material wird uns nicht so schnell muss ich mich beeilen. Genug Platz gibt's in Minecraft auf jeden Fall. Wie? Minecraft hat Platz? So. Nach oben hin finde ich es nicht genug Platz. Ja, das könnte höher sein. Ich hätte ihn gerne noch ein bisschen größer gebaut. Ich finde ihn sehr niedrig, letztendlich. Ich meine, sieht man ja auch, dass er dem Ganzen, was wir unten bauen, ständig das Licht drauf. Ja, das Schlimme ist aber, dass trotz... Also, ich meine, wir sind oben am Maximum. Höher geht's halt nicht. Ja, drum und her. Das sind nur 100 mal 100. Und ich meine, es ist kein Mond, das ist eine Raumstation. Wow. Eine Fischkiste gibt's noch nicht, oder Speedy? Doch, da ist eine. Doch. Da tue ich jetzt einfach mal alle Fische rein. Der Einfachheit halber. Mach das. Fische! Find the fish. Fische sind keine Weltstadt. Er ging überall dorthin, wo auch ich hinging. Fischi, was war das dann? Fischi, Fischi, Fisch. Monty Python, Junge. Sinn des Lebens, echt jetzt. Willkommen in der Mitte des Films. Ich liebe diesen Film. Das passt wie in Spaceballs. Ja, wann passiert das? Jetzt? Und was ist mit der Vergangenheit? Die ist vergangen. Wann wird das jetzt zum Jetzt? Schon sehr bald. So geil. Nummer 15 von Filmen, die man nicht mehr gucken kann, weil man sie buchstäblich auswendig kennt. Na und? Ist trotzdem ein guter Film. Das stimmt. Durchkämmt die Wüste. Obwohl ich sagen muss, hast du den schon mal im Original gesehen? Ich glaube nicht. Ehrlich gesagt, nee. Also was die umgebaut haben an Witzen, das ist echt der Hammer. Ich habe den letztens im Original gesehen. Da heißt der Saft natürlich nicht Saft und so. Das haben sie für das Deutsche etwas verniedlicht. Du musst ja das mal im Original angucken. Das ist noch eine ganze Spur versauter als im Deutschen. Was sagen sie denn im Englischen? Anstelle von Force. Die Soße ist das. The Sauce. Force?
Genau. Und dann reden die ganze Zeit darüber, wie sie sich wie die Soße rumspritzt und oh mein Gott. Es geht auch nichts über einen gut gemachten und hervorragend überlieferten, übermittelten Flachwitz. Ja, es ist echt geil. Ich muss aber auch Tada! sagen, das waren Filme damals, als sie sich auch mit der Übersetzung tatsächlich noch Mühe gegeben haben. Damals gab es echt Filme, die ja von der Übersetzung noch profitiert haben. Ah. Damals, Junge, damals, da gab es noch Ja, ich Übersetzungen. weiß, ich weiß. Ich klinge zur Genüge wie so ein alter, Ja, weil verbohrter Sack. mir geht das ja genauso. Also egal, was ich mir angucke, früher war alles besser. Ich sag dir, früher konnten Frauen noch nicht wählen. Und wenn ich früher sage, dann meine ich 1970 oder so, in der Schweiz allerdings. Es gibt heute immer noch Länder, wo Frauen nicht wählen dürfen. Ja gut, von denen erwartet es dann allerdings auch keiner. Ach, Rassismus. Angenehm. Gefällt mir gut. Gefällt mir auch gut. Aber es ist immer noch schief. Jetzt ist es sogar noch schiefer. Na, gar nicht wahr. Doch, sehr sogar. Hast du die ganze Wolle her? Ich hatte eben noch die 30, Quatsch, die 64 weißen Wollen, die du mir zugeworfen hast. Die habe ich gerade blau gefärbt. Ja, weiße Wolle, Zwinker, Zwinker. Was? Den habe ich jetzt nicht verstanden und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es will. Das Haus ist nicht schief. Höchstens vielleicht habe ich im Hintergrund einen. Ja, okay, da fehlt was. Ich mach's ja wieder hin. Ich sag nur, was ich sehe. Du hast gesagt, ich soll gucken. Also gucke ich. Tada! Jetzt ist nicht mehr, naja, nicht mehr ganz so schief. Moment, ich komme, ich komme. Ich habe Möhren That's what dabei. she said. Da ist ein Stein vom Himmel. Der hätte mich treffen können. Was machst du da oben, MK? Kannst nicht von da oben Steine runterwerfen. Weißt du, wie gefährlich das ist? Ich bin ein Steineschmeißer voller Wut. Steine schmeißen, das tut gut. Wieder mit seinen zersetzerischen Gesängen. Ach. Fürchterlich. Was hat das mit Staatszersetzerich zu tun? Willst Dinge kaputt machen. Ich bin anscheinend nicht der Einzige, wenn ich mir so mein Umfeld angucke hier in Frankfurt. Wobei, also bei aller Liebe. Haben die Zeitungen ja doch und die generell die Internet, die Nachrichtenmedien ja doch echt ein bisschen aufgebauscht. Also ich meine, natürlich ist es echt chaotisch gewesen, aber der größte Teil der Veranstaltung ist ja nun friedlich verlaufen. Ja, aber wen interessieren schon friedliche Nachrichten? Naja, ich sag dir, 10.000 friedliche Demonstranten, 100 Arschgeigen oder was weiß ich, lass es 1.000 Arschgeigen sein. Es war aber einiges los. Also brennende Polizeiautos und alles Mögliche. Also da war Ja, will ich ganz gar schön nicht Action. bezweifeln. Will ich gar nicht bezweifeln, aber ich glaube, es Ich sind doch nur. bin echt heilfroh, dass ich an dem Tag nicht notfallmäßig irgendwie auf die Zeil zu irgendeinem Kunden musste. Also da mache ich drei Kreuzer für. Es sind doch auch nur. Also ich meine, ja, natürlich. Ich will es nicht runterspielen. Natürlich ist es beschissen und alles. Aber. Ah. Fand den Brezelverkäufer ganz witzig. Ja, der hat das Geschäft seines Lebens gemacht. Wahrscheinlich. Ja, siehst du, das ist für mich Kapitalismus. So jemand wie dieser Brezelverkäufer. Und ich meine das noch nicht mal im negativen Sinne, sondern in einem sehr positiven. Der Mann hat eine Gelegenheit gesehen und genutzt.
Finde ich irgendwie cool. Ja, also ich sag dir, der hat ordentlich Cash gemacht an dem Tag. Davon ist auszugehen. Tada! Da. Tada! It's water! It is flowing! The water must flow. No, it must crush. Ah, ich habe keinen Farbstoff mehr. Ja, dann share normal Schafe. Nimm einfach Blut. Oder das. Und nicht vergessen, da müssen ja sowieso noch Wolken und eine Sonne hin. Ich Wo habe noch ein bewahrst du bisschen Weiße. Netherwarze auf? Wo bewahrst du Netherwarze auf? Wo? Das Wo? zeige ich dir. Hier. Ah, der Warzendropper. Drop the wards. Boom, chicka, wawa. So sieht's aus. Nein, schon wieder keiner mehr. Ah, Schafe, wo seid ihr? Schafe! Oh, schon da Schaf, oh, schon da Schaf. Kommt ja jetzt ein Kinofilm von, wenn ich das richtig mitbekommen habe, Der ist schon oder? draußen. Ah, ist ja schon draußen, okay. Ich weiß, ich bin immer noch total von unserer Filmlandschaft entsetzt, nachdem ich jetzt festgestellt habe, dass. Oh, wie beschissen dieser SpongeBob-Film ist. Oh mein Gott. Ist ja nicht gut. Ich bin noch nicht drin gewesen. Also ich werde Ich mir auch sowieso nur auf nicht. Scheibe besorgen. Nein, niemals. Nein, auf keinen Fall. Ah, das ist laut. Erkläre mir, warum du den SpongeBob-Film als beschissen ansiehst. Ich habe einen Trailer gesehen. Ja. Ich fand das damals mit David Hasselhoff ja schon schlimm, aber jetzt wie die aussehen und oh mein Gott und oh, wie die Kinder versuchen zu animieren. Oh, ist fürchterlich. Wie die Kinder versuchen zu animieren. Ah ja, die Kinder dazu zu bringen, den Film toll zu finden. Du musst dir diesen Trailer angucken, es ist einfach furchtbar. Ich kenne den schon. Ich habe den dir geschickt. Ich finde ihn okay. Ich meine, das ist SpongeBob. SpongeBob ist schwachsinnig. Also, das ist Sinn der Sache. Ja, Letztendlich. aber they take Schwachsinn to a new level. Boah. Weiß ich jetzt nicht. Ich mag SpongeBob. Also ich mag Patrick, aber dann ist auch vorbei. Ich mag die Folge, wo Thaddäus in die Zukunft reist. Die Zukunft! Die Zukunft! How about now? Ist hier alles verchromt? Natürlich. In der Zukunft ist alles verchromt. Ah. Ich mag die Folge, wo sie da diesen magischen Achtwürfel haben, der dann irgendwie in alle Entscheidungen trifft. Die kenne ich gar nicht. Ich kenne allerdings auch echt nur die älteren Folgen. Ei, ist älter. Also, was bezeichnest du jetzt als älter? Keine Ahnung, wie alt die ist. Aber die habe ich, das ist schon ewig her, da habe ich da mal. Dann sitze, egal welche Entscheidung getroffen werden muss, SpongeBob sitzt da, schüttelt da an dem komischen Ding rum und der komische Würfel entscheidet dann halt zufällig ja, That's nein. what she said. Das sowieso. Hä? Den habe ich jetzt nicht verstanden. Sonst bin ich mal vorne mit dabei oder sowas. Aber den, das habe ich jetzt nicht verstanden. Das widerspricht. Schüttelt an dem komischen Ding rum. That's what she said. Bis was Ah, okay. rauskommt. Ah, Auf jetzt. wir sind die letzten zwei Folgen wieder total sexistisch. Yeah. Das stimmt, das stimmt. Da muss ich jetzt echt mal eine Lanze brechen, ja? I get it.
Wow, wow, Baby Zombie, wow. Warum sind die so schnell? Verdammt. Ja, ich meine, man kann ja viel über den Todesstern sagen, aber er ist kein Phallus-Symbol, so viel steht fest. Nein, das auf keinen Fall. Allerdings die Frage ist, was dann? Ich glaube, es gab mal einen länglichen Todesstern, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Das nennt sich Hindenburg und ist abgebrannt. Das stimmt. Oh, the humanity. Aber wieder ganz vorne mit dabei, Deutschland. Wie, bauen wir wieder Zeppeline? Nee, wir haben Zeppeline gebaut. Ach so, ja, aber nach der Hindenburg haben sich die Leute dann entschieden, das erstmal lieber doch nicht zu machen. Weil gefährlich. Es ist halt wie immer, wenn irgendwas passiert. Dann schreien sie auf einmal alle. Oh, das ist ja gefährlich. Oh, hätte ja vorher niemand gedacht, wir pumpen Gas in einen großen Ballon und dann könnte Brennbares der. Gas. Ja, genau. So, also, dass da niemand vorher drauf gekommen ist. Ich habe einen Plan. Ja, vor allen Füllen Dingen, wir überleg dir einen mal. großen Überleg Ballon dir mal. voll mit brennbarem Gas. Überleg dir mal, und sowas in Deutschland, also das kannst du dir doch eigentlich gar nicht vorstellen. Hey, mein Gott, also letztendlich viel revolutionäre neue Technologie, wenn du sie dir dann mal irgendwann in einem ruhigen Moment anguckst, ist ja eigentlich total schwachsinnig. Ich meine, Raketen. Hey, möchtet ihr mit diesen umgebauten Waffen, deren Daseinszweck ist, Leute zu töten, in den Weltraum fliegen? Ja, klar. Ja, vor allen Logisch. Dingen der Mann, der den ersten Menschen auf den Mond geschickt hat, war auch der diese Massenvernichtungswaffe erfunden hat. Richard Nixon oder was? Nein. Weil die Rakete ist ein bisschen älter. Na, der den, das war ja die haben sie ja aus der V2 oder V3 haben sie die ja gemacht, die Apollo. Was? Ernsthaft jetzt? Ja, das ist vom, ach, oh, wie hieß er? Ah, oh, Nazi-Wissenschaftler. Koch? Braun? Genau, der Werner von Braun, der war ja bei der NASA, der hat den ersten Menschen auf den Mond geschickt, in der V3 oder wie sie da genannt haben. Also Ja. ich meine, ich wusste, wie gesagt, dass die Weltraumraketen auf alten Kriegsraketen beruhen. Aber die V3, ehrlich? Obwohl, ja, gut, Ja. damals nach dem Krieg sind ja ganz viele deutsche Wissenschaftler in Amiland tätig geworden. Ah, Ja gut, interessant. was machst du, wenn in deinem Land kein Geld und keine Ausrüstung mehr da ist? Du gehst halt dahin, wo sie ist. Du gehst dahin, wo du gefangen, also du gehst zu den Leuten, die dich gefangen genommen haben, würde ich es jetzt eher so erklären. Weil ich glaube nicht, dass von Braun und den ganzen anderen Wissenschaftlern, dass denen damals groß eine Wahl gelassen worden wäre. Sieht Nee, das gut. scheiße aus? Ich meine, selbst wenn sie gekommen wären und gesagt hätten, hier, Moment. guck mal, magst du nicht vorbeikommen? Ich meine, wenn in deinem Land nichts mehr da ist, dann überlegst du ja nicht lange. Dann sagst du, nee, ich bleib hier in Deutschland und kehre jetzt ein bisschen auf der Straße. Ei. Ah, jetzt ist dieser eine. Ah. Ich hasse das, wenn man Bilder oder Itemframes in diesem Spiel entfernt. Wie die immer die durch die Gegend fliegen. Jetzt liegt dieses scheiß Ding hier. Speedy, guck dir das an. Ich komm nicht, das liegt genau in der Mitte. Gott verflucht. No cursing. Ich fluch so viel ich verfickt nochmal will. Ja. Nee, aber ist schon echt interessant, was wir so für geschichtliche Wege so gehen. Nach wie vor. Ja, und es hört ja auch nicht auf. Ich meine, die blöden Entscheidungen, die gehen ja immer weiter. Die Mach noch eine Wolke sieht Sonne. irgendwie schräg aus. Ich find's okay, aber ich finde, da muss noch eine Sonne hin. Gelbe Sonne. Ja, Gelb! Oder eine Glühsteinsonne. ich baue ja gerade eine Sonnenfinsternis.
Eine Sonnenfest. Siehst du, jetzt haben wir endlich mal wieder aktuelle Ereignisse in unser Let's Play mit einbezogen. Die Sonnenfinsternis. War das nicht beeindruckend? Ich habe im Auto gesessen und nur gemerkt, dass es dunkler geworden ist. Speedy, die Sonnenfinsternis. War das nicht beeindruckend? Ich habe im Büro gesessen und den Livestream geguckt. Oh Mann, Speedy, guckt Ihr sich könnt das mich mal alle an. Andere Leute sammeln sich, gehen raus auf Plätzen, Versammlungen um einen Brezelverkäufer herum, zünden neue Bankenhäuser an, um die Sonnenfinsternis gemeinsam zu erleben. Und der Speedy guckt sich einen Livestream an. Moment, du meinst, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Brezelverkäufer und der Sonnenfinsternis? Ja, bestimmt. So habe ich das noch gar nicht betrachtet. Und ich glaube, ich werde das auch weiterhin nicht so betrachten. Also ich gehe mal davon aus, dass dieser Brezelverkäufer seinen Wagen auch einen Tag später noch hatte. Die Brezelfinsternis. Das klingt wie ein guter Film von Monty Python. Ich dachte jetzt eigentlich mehr an. Wer könnte die Brezelfinsternis drehen? Irgendein deutscher Ulk-Regisseur. So? Sekunde, Sekunde, ich komme. Ich komme! Das klingt, also das klingt ganz stark nach einem Job für Uwe Boll. Uwe Boll dreht nur selten Filme, die beabsichtigt lustig sind. Ja, das hat was. Wobei das Blöde ist, dass da hätte ich auch von selbst drauf kommen können. Der Glühstein sticht natürlich gar nicht so sehr hervor, weil da ja schon sehr viele Lichtquellen sind. Das heißt, vielleicht nehmen wir doch lieber gelbe Wolle. Moment. Minecraft 2D hat was. Muss ich sagen. Sehr gemütlich hier. Soll ich einen Eimer Wasser in den Kessel kippen? Wenn du einen hast. Ich weiß, wo man es kriegen kann. So besser? Vielleicht ein bisschen größer? Sie ist sehr unauffällig. Man sieht sie ja eigentlich gar nicht so richtig. Viel größer kann ich es nicht machen. Nee, ist schon klar, ist schon klar, ist schon klar. Ich find's okay. Ich würde die in der Mitte glatt wieder rausnehmen, ehrlich gesagt. Weil jetzt wirkt es eher, als wenn in der Nähe ein gelber Baum wachsen würde oder so. Buddel dich mal runter. Ja, doch, denke ich, kann man so lassen. Denk schon. Speedy, kannst du mir noch mal Fackeln bringen? Natürlich, soll ich dir noch ein paar Steine bringen? Nee, Steine habe ich hier noch genug, aber mir geht irgendwie das Licht aus und die Zombies nerven gerade ein bisschen. Ich bringe sie dir vorbei. Wenn ich nämlich die ganze Zeit irgendwie mit Pfeilen in den Rücken geschossen bekomme, wo ich mich darauf konzentriere, ob ich jetzt zwei oder drei Steine da hinsetzen muss. Naja, ist jetzt ja nicht so, dass du besonders hoch oben rumlaufen würdest oder so. Ja, vor allen Dingen laufe ich ja immer irgendwie gefühlte 2 Meter über dem Rand. Auf und davon. Haben wir schon eine Schneekiste? Nein. Mache ich jetzt eine. Aber wo? Wo mache ich die Schneekiste? Schneckiste!
So, und während ich jetzt gerade MK die Fackeln bringe, machen wir einen leichten Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Minecraft auf dem Kellerkind Ork Survival Server. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Von mir gibt's erst ein Danke, wenn mir hier meine Fackeln einer bringt.